platform at a height of 125 meters. We wish you a good view and a pleasant stay. Beste Berliner Ansichten vom 92-jährigen Funkturm. Nur zu viel Wind da oben. Für Ansichten von, aus und über Berlin ein absolut wunderbarer Ort, zu dem wir auch gleich zurückkehren. Hier geht es um Berliner Ansichten zur Wohnungsfrage. Kein wirklich neues Thema. 1872 beschrieb Friedrich Engels den plötzlichen Andrang der Bevölkerung nach den großen Städten, kolossale Steigerung der Mietpreise, eine noch verstärkte Zusammendrängung der Bewohner in den einzelnen Häusern, für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden. Die Wohnungsfrage ist bis heute Thema Nummer 1 im Städtchen. Auch Radio MTT wird sie hier heute nicht lösen können, aber vielleicht können wir dazu beitragen, neue Perspektiven zu entdecken. Zurück auf den alten langen Lulatsch. Nach 1871 galt in der Hauptstadt des kaiserlichen Deutschland ein "bereichert euch" wie einige Jahrzehnte zuvor in Frankreich. Bauern verkauften ihr Land für Millionen, gut beschäftigte Kleinindustrielle und Handwerker kauften Parzellen und bauten Rentenhäuser, in die Menschen zur Miete einzogen, die vorübergehend am Boom teilhaben wollten. Und der Staat hat diesen Boom nach Kräften gefördert. Kleiner Einschub zu einem Beispiel. Immer wieder gern zeige ich auf ein Foto, auch Hans Zischler in seinem wunderbaren Buch Berlin ist zu groß für Berlin zeigt. Allerdings zeigt er es im Zusammenhang mit Grün und Platzgestaltung. Der Reichskanzlerplatz 1907, heute Theodor-Heuss-Platz. Die Infrastruktur für den Stadtteil Neuwestend ist hier komplett vorhanden, allein es fehlen die Häuser. Auch die U-Bahn existiert schon. Hier sieht man die Eingangssituation. Im März 1908 beendete der Kaiser hier seine U-Bahn-Jungfernfahrt. Aber erst 1912 wurde das große Wohnhaus in der Mitte fertiggestellt. Im Erdgeschoss Geschäfte. Im vierten Stock zog als Erstmieter in eine 12-Zimmer-Wohnung mit 341 Quadratmetern Richard Strauss ein, der hier die Frau ohne Schatten, Ariadne auf Naxos und die Alpensinfonie komponierte. Radio MTT besucht einen guten Bekannten in einer ähnlichen Wohnung in Charlottenburg. Ein Amerikaner in Berlin, der Galerist und Historiker Michael Stephen Cullen. Er hat das Standardwerk über den Reichstag geschrieben und vor allem über 20 Jahre lang dafür gestritten, dass Christo den Reichstag verhüllen durfte. Die Idee dazu stammt auch von ihm. Der Mann ist eine Institution. Seine Wohnung, die Institutsbibliothek. Es gibt eine besondere Sorte von Mietshaus in Berlin seit den 70er Jahren, vor 150 Jahren. Vorne mehrere große Zimmer an der Straße, in den Seitenflügeln und im Hinterhaus kleinere Wohnungen. Die vorderen Wohnungen haben Größen von zwischen 170 und 300 Quadratmetern. Wahnsinn. Die kleineren Wohnungen zwischen 50 und 80 Quadratmetern. Hier in dieser Gegend nannte man das Hochschulviertel, weil hier die TU war. TU ist nach wie vor da, die Hochschule für Musik und die Hochschule für Bildende Künste. Ja. Hier waren in der ganzen Straße, in der Gegend, Professoren, Gelehrte, Anwälte. Und ich glaube, in jeder großen Wohnung war auch ein Flügel. Hat das Haus eine Terrain-Gesellschaft gebaut? Es gab Terrain-Gesellschaften. Dieses Haus ist aber von einem privaten, sogenannten Millionenbauer aus Schöneberg gebaut worden. Leute, die ihre großen Ländereien südlich von der Stadt verkauft haben. Und dieses Haus ist immer noch in derselben Familie wie damals, das heißt 1892 gebaut. Das Haus ist 125 Jahre alt. Und
Man hat gebaut, um zu vermieten, um es langfristig zu halten. Du sagst immer noch in derselben Familie. Das Haus ist ein Mietshaus. Das heißt, man hat hier vielleicht gewohnt, aber auf jeden Fall war das Haus in diesem Falle 20 Wohnungen, 10 große, 10 kleine. Das hat man vermietet. Normal im bürgerlichen Mietshaus. Unter Michaels Wohnung befindet sich ein Laden. Normal auch der Flügel, den Michael allerdings mitbrachte. Hat man immer Musik. Es gibt sie noch, aber es gibt immer weniger von diesen großen Mietwohnungen. Meistens werden sie als Eigentumswohnungen verkauft, umgewandelt oder sie werden exzellent ausgestattet, vermietet, wie diese hier, Fasanenstraße 68. Gucken Sie mal, 5 Zimmer auf 210 Quadratmetern. Können Sie mieten ab 5.832 Euro im Monat. Sehr schön. So möchtest du wohnen. Die Nachfrage nach großen, luxuriösen Wohnungen ist hoch. Neu gebaut kostet ein Quadratmeter heute um die 10.000 Euro. Und so kommen auch reiche Leute ins Städtchen, was ja nicht schlecht ist. Neue Jobs für Doorman, Concierge, Security und so weiter. Für die weniger Reichen wurde auch schon immer gebaut. Innerstädtischer Wiederaufbau der 50er und 60er. Zur Bauausstellung Besonderes von Le Corbusier. Die wohnungspolitischen Sollerfüllungen aber wurden am Stadtrand JWD erbracht, im Osten wie im Westen. Bis im Westen die Unwirtlichkeit der Städte diskutiert wurde. Proteste gegen Sanierungen folgten, gegen das Auseinanderreißen von sozialen und gewachsenen wirtschaftlichen Strukturen, schließlich die Besetzungen in den 70ern. Das hier ist ein vor 39 Jahren besetztes Gewerbegrundstück von 18.600 Quadratmetern Fläche in Tempelhof. Bis in die 60er Jahre waren hier das Filmkopierwerk der UFA, Schnitt- und Synchronstudios. Heute, die Besetzung wurde vor 38 Jahren legalisiert, gibt es hier eine Bäckerei und ein Café, einen Ökoladen, Werkstätten, einen Bauernhof, ein Gästehaus, Veranstaltungssäle, Studios, eine Freilichtbühne, eine freie Schule, den UFA-Fabrikzirkus und. 200 Menschen arbeiten hier und 60 von ihnen wohnen auch hier. Und hier ist Juppi Becher. Wir kennen uns seit über 40 Jahren. An die Arbeit. Man merkt, dass ich noch nicht heute hier drin war, weil das Licht ist noch aus. Ich mache immer die Scheinwerfer an. Ja, so. Seine Wohnung sei gerade nicht aufgeräumt, deshalb setzen wir uns zum Reden in die Küche. Am 9. Juni 1979 habt ihr eine Demo veranstaltet. In Kreuzberg? Ja. Was war das Thema? Ja, gegen die Wohnungspolitik und wie das hier in Berlin ausgesehen hat. Und ihr habt am selben Tag die Wohnungsfrage gelöst? Ja, natürlich. Und dann habe ich am Ende der Demonstration, ich war bei der Demonstration, und dann haben in der Zeit, und damals gab es noch kein Handy, da musste ich mal anrufen, sind die schon drin, weil ich das nicht vorher sagen wollte und wo ich das nicht genau weiß. Ne? Und dann habe ich am Ende der Demo gesagt, also wir sind heute nicht nur über die Straße gelaufen und der Marxismus ist uns in die Knie gerutscht, sondern während wir hier demonstriert haben, haben 100 andere von uns die ehemaligen UFA-Filmstudios wieder friedlich in Betrieb genommen. Wir haben ja nie besetzt gesagt, sondern friedlich in Betrieb genommen. Und mir ist heute klar geworden, was das auch heißt. Weshalb mich, glaube ich, alle so mögen von Politikern. Weil die sind ja damals nirgendwo hingegangen. Ne? Die haben, da war doch der Raff vorher. Die haben sich doch nicht getraut. Ne? Ja.
Und ich habe immer gesagt, also es kann auch nicht nur das gemacht werden, was von oben angeordnet wird, weil ihr habt ja gar keine Ideen mehr, du verstehst es? Wie war das ja, ne? Ja. Und dadurch, und da haben wir ein Transparent aufgehängt und da stand drauf, herzlich willkommen. Und da wussten wir ja gar nicht, was das für Leute sind, wenn er nicht mit Stacheldraht eingezäunt war, sondern herzlich willkommen da drauf stand. Das war unser Vorteil. Das Konzept ist ja im Grunde Wohnen und Arbeiten zusammen. Du gehst ja nie irgendwo zur Arbeit. Sondern ich kann zum Beispiel auch nachts im besoffenen Kopf ohne Taxi zu Fuß ins Bett gehen. Eine Welt der kurzen Wege. Und wir haben gelernt, auch unsere Zirkusshow, habe ich mir damals überlegt, Menschen, die in Kreuzberg arbeiten und in Kreuzberg wohnen, in Siebenstadt arbeiten, in der Zeit, wo die zur Arbeit fahren und wieder zurück und wo sie da noch im Stau gestanden haben, in der Zeit haben wir Jonglieren gelernt, Artistik, Clownerie und Comedy, weißt du, und die haben im Auto gesessen. Und das ist eine Welt der kurzen Wege. Deine Wohnung gehört dem Land Berlin? Nein, der Boden. Alles, der Boden. Was auf dem Boden ist, gehört uns. Entschuldige. Und ich war nie, wollte ich, das Gelände kaufen. Ich kaufe mir doch nicht mein eigenes Land. Alleine, wenn ich mir sowas überlege, wer sich das hat einfallen lassen, dass ich mir mein eigenes Land noch kaufen muss. Das ist doch bescheuert. Das ist Erbpacht. Ja, wir haben eine Erbpacht. Eine Erbpacht. Ja, das reicht. Ja. Und ansonsten gehören wir bei Berlin. Und ich arbeite für die Uferfabrik, also meine Family, für Berlin, Deutschland und die Welt. Mehr kann ich nicht machen. Also. Kurze Unterbrechung. Ich finde es bemerkenswert, was Juppie gerade sagte. Das ist doch schon mein Land, das muss ich doch nicht kaufen. Darin steckt der doppelte Wortsinn von Land, nämlich Heimatland und Landbesitz. Man muss nicht gleich so weit gehen, das englische System zu übernehmen, in dem alles Land der Krone gehört und nur verpachtet oder vermietet wird, teilweise mit bis zu 999 Jahren Vertragslaufzeit. Aber ein generelles Verbot, jegliches Grundeigentum des Staates oder der Kommunen zu verkaufen, könnte helfen, nicht nur die Probleme der Städte zu lösen. Gerade in Berlin haben wir beobachtet, wie der Bund als Grundstückseigentümer die Grundstückspreise bei Verkäufen nach oben treibt und damit die Wohnungsfrage verschärft. Auch Berlin verkaufte in der Vergangenheit schon mal an den meistbietenden Privaten und nicht an konkurrierende Genossenschaften. Darüber sollte man mal nachdenken. Ging das nur in Berlin sowas? Ja, wahrscheinlich. Es ging nur in West-Berlin. Ja. Sagen wir gleich West-Berlin. Mhm. Und seit die Mauer weg ist, wird das Wort West-Berlin wie abgeschnitten. Keiner traut sich mehr, was über West-Berlin zu reden. Und wir waren doch alle aus Westdeutschland, auch Berliner dabei, Hamburger, Trierer, Frankfurter, Münchner. Und wir waren doch alle, ich bin nach Berlin gekommen mit 20 Jahren, weil ich gedacht hatte, wo ich mir das vorher in der Tagesschau angeguckt hatte, wir können diese Stadt doch nicht den alten Leuten nur überlassen und so weiter. Deshalb bin ich nach Berlin gegangen. Und wir konnten doch nicht den ganzen Tag über die Straße laufen und sagen, oh, ich habe so eine scheiß Laune, ich habe so eine scheiß Laune, die Mauer macht mir immer so eine scheiß Laune. Und da haben wir in jedem Hinterhof, im dritten Hinterhof, im Speicher, im Keller eine Kultur entwickelt und konnten den ganzen Tag über die Straße laufen und sagen, schöner Tag heute. Auf den 18.600 Quadratmetern in Tempelhof gilt die Wohnungsfrage als gelöst. Seit knapp 40 Jahren gelebte Utopie. Nicht jedermanns Sache, aber eine interessante, wichtige Facette unseres Städtchens. Als ich ging, berichtete mir ein anderer Uferaktivist von Wohnungsneubauplänen. Zur Finanzierung sei man mit Stiftungen im Gespräch. Wenn es etwas zu sehen gibt, ist Radio MTT wieder zur Stelle. Im Städtchen ist immer wieder von neuen Wohnungsbauprogrammen die Rede. In der Innenstadt aber gibt es günstiges Wohnen nur auf Restflächen, wie hier an der S-Bahn. Die städtischen Wohnungsgesellschaften sind gefordert, Masse zu bringen. Mangels Grundstücken verdichten sie ihre Standorte. Es wird aufgestockt. Plattenbauten werden ertüchtigt für die Zukunft. Die Qualitäten
bewegen sich im Rahmen der DIN-Normen des Massenwohnungsbaus. Ansätze minimalistischer Ästhetik. Da überraschte ein Außenseiter die Wohnungsszene. Aldi Nord will 2000 Wohnungen über seinen Discountläden in Berlin bauen. Wo im Rahmen von Modernisierungen ohnehin die vorstädtischen Handelshütten aus den 90ern abgerissen werden sollten, sollen über den neuen größeren Läden Wohnungen gebaut werden. Was sagen Nachbarn zu den geplanten 70 Wohnungen hier an der Seewarnstraße in Friedrichsfelde? Nee, das interessiert mich nicht, weil ich hier eine schöne Wohnung schon habe. Könnten die vielleicht schöner sein? Oder vielleicht sogar, das heißt ja, einige werden sehr günstig. Meine ist auch sehr günstig. Bisher wurden Wohnungen immer teurer. Ein anderer Nachbar ist mit der Wohnungsfrage vertrauter. Sehr gut. Finden Sie gut? Ja, wenn das, was vorher angekündigt wurde mit den Quadratmeterpreisen, wenn das eingehalten wird, ja, dann finde ich es gut. Ja. Warum glauben Sie, dass Aldi sowas machen kann? Weil die so sehr viel Geld scheffeln. Und das ist eine gute Geldanlage? Letzten Endes ja. Und die paar Sozialwohnungen dabei sind, da läuft ja der Status auch nach ein paar Jahren aus. Und ich glaube, sie haben so viel Geld, dass sie es so anlegen, um es noch mehr zu vermehren. Würden Sie da einziehen? Das weiß ich. Sie haben eine Wohnung. Naja, ich habe eine Einraumwohnung, ja, aber das weiß ich nicht. Nee, wenn ich nochmal umziehe, dann nur in meine Heimat an die Ostsee. Ja, das ist doch schön. Ja. Ich glaube, das wird selbst Aldi nicht schaffen, Kurt Tucholskys Ideal zu bauen. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Aber das ist ja schon mal ein Anfang für eine neue Funktionsmischung von Wohnen und Gewerbe, von der Wohnungsbaugesellschaften bisher Angst zu haben scheinen. Das war heute etwas grundsätzlich und viel zu lang. In einigen Tagen geht es in, um und über den Untergrund. Underground wird kurzweiliger. Ich hoffe, es hat euch, Ihnen trotzdem gefallen. Bitte die Daumen hoch, Herzchen, Pluszeichen anklicken, wo es geht und gern auch in den sozialen Medien teilen. Bis bald wieder zu Radio MTT, Ansichten von, über und aus Berlin. Ciao.